Nur schnell eine kleine Information für Kabel Deutschland Kunden oder solche, die es vielleicht noch werden wollten. Ihr solltet davon Abstand nehmen. Ich zeige euch auch warum. Kabel Deutschland hat in diesem Monat seine AGBs geändert, ohne die Kunden darüber zu informieren. Ich zeige euch einmal hier, wie ihr im Video hinkommt und bespreche dann, was diese Änderung konkret bedeutet. Also wir sind hier auf der kabeldeutschland.de Startseite und scrollen ganz nach unten. Link findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und klicken hier auf Preis und AGB. Wenn das dann geladen hat, habt ihr hier eine Übersicht von Preisinformationen und hier die AGBs. Uns interessiert Internet, also und wir sehen schon, AGBs sind geändert worden im fünften Monat sozusagen, also jetzt im Mai. Und hier auf Download laden wir das PDF herunter. So, da haben wir das PDF. Und jetzt suchen wir uns mal den betreffenden Punkt heraus, Internet und Telefon. So. Jetzt muss ich selber gerade schauen. Hier haben wir es, Übertragungsgeschwindigkeit. Ist auf der letzten Seite. Zoomen wir ran. Und was lesen wir da? Lädt ein Kunde an einem Kalendertag ein Gesamtdatenvolumen von mehr als 10 Gigabyte herunter, kann Kabel Deutschland die ihm zur Verfügung stehende Übertragungsgeschwindigkeit ausschließlich für File-Sharing-Anwendungen bis zum Ablauf desselben Tages auf 100 Kilobit pro Sekunde für den Downstream begrenzen. Alle anderen Anwendungen und so weiter sind davon zu keiner Zeit betroffen und bleiben unverändert nutzbar. Also, das haben die jetzt geändert. Was heißt das konkret? Also, wenn ihr File-Sharing benutzt, können die euch drosseln, aber nur über die File-Sharing-Anwendungen. Das würde heißen, die müssten dann zum Beispiel bestimmte Ports blockieren oder müssten eine Deep Packet Inspection durchführen, um zu erkennen, was für was der Traffic bestimmt ist. Es hat aber es etwas schwammig formuliert, denn lädt ein Kunde an einem Kalendertag ein Gesamtdatenvolumen von mehr als 10 Gigabyte herunter, die können ja auch anders entstehen. Zum Beispiel, wenn ihr über YouTube HD-Videos schaut oder über lawfilm.de Streams anschaut, also HD-Streams anschaut, da kommen schnell mal 10 Gigabyte am Tag zusammen. Und weil das Gesamtdatenvolumen haben die hier in diesem Satz nicht auf File-Sharing begrenzt, nur wenn sie dann drosseln, würde das nur File-Sharing betreffen, also zum Beispiel Torrent oder eMule. Sie trauen sich das deshalb, weil halt eben viel Illegales geladen wird über solche Tauschbörsen, aber nicht jeder lädt da ja illegales Zeug runter. Also ich will nur ein paar Beispiele sagen. Chip.de benutzt ja für größere Dateien schon mal Torrent und so weiter. Also die werden euch auch den legalen Verkehr dadurch blockieren. Das ist jetzt, ich habe jetzt von noch keinem Internet Service Provider gehört, der so einen Schritt gegangen ist. Ich weiß nur, dass die irgendwie ohne Ankündigung drosseln. Jetzt steht es in den AGBs. Ich vermute auch mal, dass man Sonderkündigungsrecht hat. Was ihr auf jeden Fall tun könnt, ist natürlich euren Unmut zu äußern. Das könnt ihr auf der kostenlosen Hotline von Kabel Deutschland. Die findet ihr einfach hier auf der Startseite. Hier oben die 0800er Nummer. Ihr könnt E-Mails schreiben und Kabel Deutschland hat auch eine Facebook-Seite. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich würde das so nicht als Kunde nicht auf mir sitzen lassen, dass mir einfach die bezahlte Geschwindigkeit verwehrt wird. Erstens ist es dann ja kein Flatrate mehr. Und zweitens muss man sich fragen, warum die dann solche hohen Geschwindigkeiten wie 100.000 anbieten. Möchte ich hier gerade mal ausklappen. Wenn die dann letztendlich im Ernstfall gar nicht mehr gewährleisten können. Und wenn ihr Kabel Deutschlandkunde werden wolltet, naja gut, ich denke mal, das hat sich für euch jetzt erledigt. Es geht ja nicht nur darum, ob es einen dann tatsächlich betrifft, es geht einfach ums Prinzip, ob man einem Internet Service Provider sowas durchgehen lassen kann.